Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Kanzlertriell, was ja gestern stattgefunden hat zwischen Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Das Ganze war sehr spannend. Es gab sehr, sehr viel Krawall, also es war nicht der Kuschelkurs. Und deswegen sehr spannend, das Ganze zu beobachten. Und was vor allem am meisten interessiert, ist natürlich, was sagen die Leute dazu? Also wie sehen die Forsa-Umfragen zu der TV-Debatte aus? Das ist super interessant, deswegen bleibt dran und hört zu. Denn gestern war dieses lang ersehnte TV-Triell bei RTL bzw. NTV. Und wir kommen erst dazu, wie die Leute abgestimmt haben. Also wen sie als Favoriten nach diesem Triell sehen. Beziehungsweise als Gewinner. Und bei der Forsa-Umfrage über diese TV-Debatte kam raus, dass 36% der Zuschauer Scholz als Gewinner sahen, 30% sahen Baerbock als Gewinner und Laschet kam auf 25%. Das heißt, Laschet ist wirklich nur mal sehr abgeschlagen unten weg gewesen. Das Ganze, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, wenn nicht, könnt ihr es gerne hier bei YouTube nochmal nachschauen. Das Ganze gibt es von RTL bzw. NTV hier auch hochgeladen in voller Länge. Und zu den einzelnen Kandidaten möchte ich gerne noch was sagen. Und zwar Scholz hat es versucht, ja, sehr souverän und sehr höflich an diese Sache ranzugehen. Hat versucht, weniger anzugreifen und mehr seine Position darzustellen. Wenn er dann aber angegriffen wurde, hat er versucht, da auch wirklich relativ bestimmt ranzugehen und dann auch seine Argumente durchzusetzen. Also er hatte dann schon die Durchsetzungsfähigkeit, wenn sie gefragt war. Er war aber nicht so auf Angriff und Krawall gebürstet wie die beiden anderen Kandidaten. Und das könnte natürlich relativ souverän rübergekommen sein. Man weiß da immer nie, ist Scholz jetzt so gut, weil die anderen so schlecht sind, oder ist Scholz so gut, weil Scholz gut ist? Und ja, er macht so ein bisschen diesen Merkel-Kurs. Das heißt, nicht viel Aufsehen erregen und eher souverän bleiben. Das hat er auch hier im TV-Duell nochmal durchgezogen und vielleicht auch deshalb sahen 36% der Zuschauer ihn als Gewinner dieses TV-Triells. Dann kommen wir zu Annalena Baerbock. Sie hatte ja 30% der Zuschauerstimmen. Baerbock war sehr auf Krawall gebürstet, hat sehr oft versucht, Dinge anzusprechen. Also auf Krawall gebürstet ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber sie hat versucht, schon die beiden Positionen, auch in der Großen Koalition, natürlich immer wieder anzugreifen. Ja, es gab ja die drei Hauptthemen, waren Corona, natürlich diese aktuelle Afghanistan-Krise und natürlich die Klimakrise. Und diese drei Sachen boten natürlich sehr viel Zündstoff. Natürlich muss man auch sagen, also erstmal muss man sagen, sie hat es sehr gut gemacht. Sie hat es sehr gut gemacht, hat sich sehr gut geschlagen. Das muss man auch anerkennen, wenn man sie nicht mag oder wenn man sie mag. Ich glaube, da lässt sich nicht viel zu sagen. Natürlich ist es auch immer einfacher als Opposition natürlich Themen zu finden, die man ankreiden kann. Denn wenn zum Beispiel Laschet Dinge anspricht, dann kann man sagen, ja, warum habt ihr das denn nicht geändert? Die CDU ist ja in der regierenden Position. Und da kannst du natürlich als Grünen-Partei bzw. als Annalena Baerbock sehr gut natürlich sehr viele Angriffspunkte finden, um deine Gegner dann auch zu schlagen. Gerade in der Corona-Politik, aber auch in der Afghanistan-Politik gab es da viel, was man kritisieren konnte. Oder auch bei der Klimapolitik in Zukunft konnte man sagen, was machen wir vielleicht besser? Was habt ihr falsch gemacht in den letzten paar Jahren? Da ist es wirklich aus dieser, ja, Oppositionssicht etwas einfacher, sage ich mal, zu kritisieren und das halt auch glaubwürdig und authentisch rüberzubringen. Als dritte Position haben wir dann noch Armin Laschet. Er kam auf 25%, war also relativ abgeschlagen auf dem letzten Platz. Er hat natürlich versucht, sehr viel anzugreifen, das hat man gemerkt. Also er hat sich auch viel vorgenommen, hat versucht, viele Dinge klar und deutlich durchzusetzen. Das hat halt dann nicht immer diesen Effekt gehabt, ja, weil man immer wieder dann natürlich auch entgegnen konnte, ja, ihr regiert, so, wo wart ihr, was habt ihr gemacht, warum seid ihr da schon nicht längst rangetreten, warum habt ihr da nicht aktiv was verändert, warum habt ihr nicht im Vorhinein auf Sachen reagiert? Und das kann man ihm sicherlich auch zu Recht vorwerfen. Trotzdem, ich glaube, er hat es in seinem Rahmen relativ gut versucht, aber es ist halt der Rahmen von Armin Laschet und der gibt halt natürlich nicht viel her. Und
Ich glaube aber, dass er sich wirklich sehr viel Mühe gegeben hat, sich auch gut vorbereitet hat und das auch an sich recht gut gemacht hat. Denn ich glaube, dass man ihm das ja vielleicht manchmal auch nicht zutraut, dass er auch mal ein bisschen angreifen kann. An der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen unsouverän. Ich erinnere mich da an die Zahlen. Ich glaube, es ging um die Drohnen für die Bundeswehr und dort musste sich dann Olaf Scholz etwas rechtfertigen und fuhr Armin Laschet ins Wort. Und Armin Laschet konnte sich da nicht durchsetzen und auch sagen, hey, jetzt rede ich, oder hätte einfach weiterreden können. Stattdessen hat der Scholz dann einfach da die Bühne gelassen und hat dann nur gesagt, du unterbrichst mich gerade, ist dann aber nicht weiter darauf eingegangen. Da hätte er vielleicht noch etwas bestimmter an dieser Stelle sein können oder auch an unterschiedlichen Stellen und hätte da vielleicht nochmal das untermalen können, was er sich vielleicht so angriffslustig vorgenommen hat. Insgesamt gehen, glaube ich, die Ergebnisse der in Anführungszeichen Gewinner dieses Triels relativ in Ordnung. Es war ja vielleicht auch so ein bisschen zu erwarten, die vorherigen Umfragen, wer ist der beliebteste Kanzlerkandidat, ging ja auch Richtung Scholz, deswegen hat sich da jetzt vielleicht auch gar nicht so viel geändert. Hat es denn vielleicht eure Position geändert? Also was wollt ihr jetzt wählen? Seid ihr euch so sicher wie davor oder vielleicht ist euer Lieblingskandidat hier auch gar nicht mit dabei gewesen? Schreibt das einfach mal in die Kommentare, wen fandet ihr gut, welche Argumente fandet ihr schlecht oder leer vielleicht auch. Wie gesagt, ich glaube, neidlos anerkennen muss man, dass Baerbock sich hier sehr gut geschlagen hat, rhetorisch, ob man sie mag oder nicht. Zu Scholz hat man auch gesagt, sehr souverän. Und Laschet hat es sehr gut versucht, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie fandet ihr dieses TV-Duell? Fandet ihr es interessant? Also bot es sehr viel oder war es für euch doch eher langweilig? Schreibt es unten rein. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.